Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Flohmarkt-Video. Heute gibt es von mir Material zu einem oder von einem Dorfflohmarkt und dann habe ich noch ein paar Restschnipsel von einem Parkplatzflohmarkt der letzten oder vorletzten Woche, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Das habe ich nicht mit in das Video reingepackt, weil das einfach dann viel zu lang geworden wäre. So, hier an einem der ersten Stände noch früh morgens ein Ottifantenspiel. Ottos großes Ottifantenspiel. Ich habe ein bisschen nachgesehen, ob ich ein Jahr erkennen konnte. Ich denke, es wird aus den 80ern gewesen sein. Otto war ja in den 80ern sehr groß, in den 90ern auch noch. Ich vermute, es war späte 80er, vielleicht Anfang 90er. Ich habe noch nicht nachgesehen, aber irgendwie finde ich diese Ottifanten faszinierend. Ich sammle ja auch die Ottifanten-Hörspielkassetten, weil ich die mir früher immer aus der Stadtbücherei ausgeliehen habe und dann natürlich verbotenerweise kopiert habe. Darf man ja heute nicht. Aber gut, habe ich damals als Kind gemacht und damals wurde das auch noch nicht so geahndet, wie es heute geahndet werden würde. Ja, für das Spiel werdet ihr gleich hören, wie viel ich dafür bezahlt habe. Ich habe mir dann noch ein bisschen die anderen Spiele angesehen. Das hier fand ich interessant und war mir nicht sicher. Zuerst dachte ich, das wäre ein Zauberkasten. Aber naja, sagte mir nichts. Ich habe es dann liegen lassen. Da unten seht ihr, da ist noch so ein Parker-Spiel. Sorry. Sagte mir auch nichts. Zwar alt, aber kein Bezug, also habe ich es auch liegen gelassen. Was soll das hier? Entschuldigung. Zwei. Okay. Und wie ihr hört, für 2 Euro... Da habe ich nicht mehr gehandelt. Ich habe es mitgenommen und wenn ich die Zeit habe, schaue ich mir das mal genauer an. Das wandert jetzt auch, wie meine anderen Brettspiele, erstmal in die Kammer auf diesen. Ihr stellt euch das bestimmt als riesigen Stapel voller unförmiger Brettspiele vor. Ja, und auch genau so sieht es dort aus. Es ist ein Stapel unförmig aufeinander gestapelter Brettspiele. Gut. Nächster Stand. Ein gemischter Stand. Mit gemischten Waren. Morgen. Da seht ihr die PS4-Spiele. Gürtel, ja. Und noch ein paar andere Spiele. Ihr seht, das sind Fußballspiele, also etwas, was mich überhaupt nicht interessiert. Hier ein paar Sachen für die PSP, für diese kleine Handheld-Konsole nennt man das, glaube ich. Da habe ich vor einiger Zeit mal ein Nightmare Before Christmas, ich dachte, es wäre ein Spiel, mitgenommen. Ich weiß auch gar nicht, ob es vielleicht doch ein Spiel war, ich habe es mir noch nicht angesehen. Auf jeden Fall ist es der Film und ich hatte diesen Film noch nie gesehen. Und alle haben immer zu mir gesagt, boah, Ariane, den musst du unbedingt sehen, der ist so toll. Und deshalb habe ich mir das damals mitgenommen und da war wirklich der Film drauf. Und deshalb habe ich mir hier auch dieses Elektra mitgenommen. Ich kenne diesen Film nicht. Ich glaube, er ist gut. Und für unterwegs, denke ich, ist das eigentlich ganz schön. Das ist jetzt nichts, was besonders viel wert ist. Ich habe auch 2 Euro dafür bezahlt, aber ich fand es ganz interessant. Ich gucke nur noch weiter erstmal, ja? Und ja, wenn man mal unterwegs ist, dann lohnt sich das dann schon. Und so werde ich mir auch irgendwann diesen Nightmare Before Christmas ansehen. Ich suche Bücher aus der Region, Heimatbücher. Ich gebe Ihnen das schon mal, ne? Ja, super, danke schön. Ich danke auch. Bücher, Mama, hast du Bücher? Das habe ich gar nicht gesehen. Aus der Region keine, ne. Was kosten die hier? Was denn? Ja, so 4 Euro. Ja, nehmen Sie für 1 Euro mit. Einfach fort. Vergiss weg. Da war ansonsten nichts Interessantes für mich, deshalb bin ich weitergegangen und bin hier an einen Stand mit einem sehr netten älteren Pärchen gelandet. Die hatten ja verschiedene Dinge aus dem Haushalt und ihr seht es hier unten in dem Karton, da war eine Xbox drin. Ach, das ist eine? Das ist die erste Xbox. Die was? Die? Die erste Xbox. Ah, okay. Ist das ein Controller? Ja. Ist der so groß? Habe ich ja noch. Der ersten Xbox. Echt? Habe ich noch nie gesehen. Das ist ja ein Ding zum Erschlagen. Halleluja. Krass. Bei den ersten Wochen wurden die immer kleiner. Okay. Habe ich ja noch nie gesehen.
habe ich gestern noch gespeichert gefunden. Okay. Und bin dann weggefahren, weil ich so einen Adapter holen wollte. Mhm. Ein Adapter? Ja, weil das Kartenschluss. Und da braucht man einen Adapter für den neuen Fernseher. Ja, ja, okay. Muss man ja umwandeln. Okay. Und da hat der Adapter 38 Euro gekostet. Ach, gesagt, nee, also, ja, da hat er mir gesagt, im Internet gibt es die Adapter für 12, 13 Euro, aber die hat Euro nichts nicht. Mhm. Und er hat gesagt, nee, die bestelle ich jetzt nicht. Und dann, gesagt, dann verkaufe ich sie halt. Was wollen Sie dafür haben? 30 Euro. Die wird mit 100 Euro, hat er mir gestern gezeigt, auf eBay gehandelt. Echt? Ja. Was kam? Anscheinend eine Rarität, weil es die erste ist. Was kommt nach der Xbox, die? Keine Ahnung, fragen Sie mich nicht. Ich habe keine Ahnung, ich habe die damals gekauft, dann habe ich mir eine Nintendo gekauft und habe die weggestellt. Die Nintendo haben meine Kinder. Was die spielen? Dann habe ich mir die PlayStation 1. Also das können Sie komplett für 30 Euro können Sie mitnehmen. Ich bin froh, wenn es weg ist. Deswegen, ne? Also ich wollte es für 50, ich habe gesagt, du sollst für 50 verkaufen. Und gesagt, nee, komm, 30 ist ein fairer Preis, weg. Kommt noch? Dann tue ich die jetzt gleich weg. Ja. Nun gut, also ich habe 30 Euro für die Xbox Classic bezahlt. Die war ein bisschen schmutzig. Sie stand natürlich auf dem Dachspeicher. Aber ich denke, der Preis ist in Ordnung. Habe mir dann später noch einen Adapter geholt und werde hoffentlich am Wochenende mal dazu kommen, die Konsole auch wirklich auszuprobieren und herauszufinden, ob sie ihren Preis wert war. Hier haben wir eine ganz nette Decke gehabt mit allem möglichen Kram zu, das war glaube ich mal ein richtiger The Walking Dead Fan. Ich mag die Serie ja auch sehr gerne, hab mir aber nie einen dieser Comics geholt. Da sieht noch Big Bang Theory, auch ganz nett. Oh, ein schöner Hut, ein Sonnenhut. Verschiedene Bücher, die Michael Jackson CDs, die ich aber alle schon habe. Gut, dann bin ich weitergegangen zu diesen Mädchen. Habt ihr da hinten Ponys drin? Ja. Darf ich da mal reingucken? Ja. Ich komme mal rum. Was soll denn dieses Pony kosten? 50 Cent. Dann nehme ich das mit. Mittlerweile finde ich so oft G4 Ponys, dass ich auch nur noch die G4 Ponys mitnehme, die ich entweder nicht habe oder die mir besonders gefallen. Und daraus bilde ich dann sogenannte kleine Armies, also kleine Armeen des gleichen Ponys. Das mache ich mit den G1 Ponys zum Beispiel auch. So, weiter geht's. Hier kommen noch ein paar Schnipsel von dem sogenannten Parkplatz-Flohmarkt. Ja, schaut es euch einfach an und lasst es auf euch wirken. Vielleicht merkt ihr jetzt schon, was ich gesehen habe. Darf ich mal in die Kisten schauen oder wollen... Ja? Ich frage nur vorher. Das ist so eine Wühle. Okay. Gut. Sind die Preise, die Sie haben wollen? Nee. Ich dachte, 1 Euro pro Ding. Ah ja, okay. Ist Zinsen. Okay, dann würde ich das hier mitnehmen, aber ich gucke nochmal. Vielleicht finde ich noch irgendwas. 1 Euro nur. Okay. Mhm. Hey, Heidi, wo ist meine Metzgerkiste?
Achtung! Himmel. Ja, hier leuchtet es praktisch schon riesengroß. Playmobil. Ich glaube, kein wirklich altes Playmobil-Set. Aber wie ihr gleich sehen werdet, ein doch recht interessantes Set. Was das hier mit diesen Drachen war, das konnte ich auch nicht rausfinden. Aber ich habe mir diesen Karton mit den Playmobil-Sachen ein bisschen genauer angeguckt. Ihr seht hier das Krippenspiel, ein weihnachtliches Playmobil-Set sozusagen. Allerdings war da drin alles Mögliche, einige Teile auch aus dem Set der Verpackung, aber da fehlte auch ein bisschen was und da waren noch mal irgendwie andere Sachen dabei. Ihr seht zum Beispiel diesen Schneemann, der gehört ja eigentlich nicht zu dieser Krippe dazu. Und auch das Zebra, und da war irgendwo noch ein Geier, die gehören da natürlich auch nicht rein. Aber wir wissen ja, dass der Thorsten auch solche Kartons, Wühlkisten mag und für den Preis, den der Herr dafür haben wollte, hier ist auch noch Lego-Technik, altes Lego-Technik, habe ich gedacht, kann ich das mitnehmen und dann pickt sich Thorsten einfach das raus, was er haben möchte und den Rest kann er irgendwas mitmachen. Was wollen Sie denn hierfür haben? Nehmen Sie 3 Euro für alles und das ist gut. Also das würde ich, auch wenn das schön ist, nicht nehmen. Das habe ich mir gedacht. Ich habe auch, ich sage mir eigentlich Ich habe nämlich dann praktisch dann auch noch das für nebenan, ja. Für den Altstau, wo die Tiere drin sind gemacht. Nehmen Sie 3 Euro und das ist gut. Die beiden. Da ist nur Verpackungsmaterial. Nee, hier war noch so eine. Hier überhaupt noch. Ja, ja. Nicht, dass das. Das will keiner mehr. Das gehört aber jetzt nicht. Nee, das hört hier mit zu. Ah. Das hört hier mit zu. Das ist so ein Wikingerzelt. Ja. Ja. Nein, der Rucksack ist da innen drin. Muss ich sehen, aber so gehen. Haben Sie zufällig einen Beutel? Ja, aber nicht sehr stabil. Ach, das ist ja leicht, das ist nicht schlimm. Ja. Ja, ein Beutel. Da bin ich gespannt. Ich glaube, das hatte ich mal. Irgendeins davon. Danke Ihnen. Gute Geschäfte heute. Ich glaube, das haut nicht hin. Welche Uhr? Gibt 30 Euro. Ich würde sagen, das ist gut, und dieses PC-Spiel habe ich dann auch noch mitgenommen. Das sagte mir irgendwas von früher. Und dann fiel mir es später ein, mein Gott, ich kann dieses PC-Spiel überhaupt gar nicht spielen, weil ich überhaupt gar keinen PC mehr habe und mein alter Laptop am Sterben ist. Weil mittlerweile nur noch Mac und deshalb, ja. Egal. Dieser Stand war ganz schön. Ich habe hier nichts gekauft, aber man sieht es nicht so häufig auf Flohmärkten, dass man diese alten Modefiguren noch irgendwie kaufen kann. Der Herr in dem Stand war sehr nett. Wir haben uns ziemlich lange unterhalten, auch über Mode und altes Spielzeug. Ich mag sowas, ja. Vor allem, wenn solche Leute dann auch die gleiche Meinung vertreten mit der Qualität von altem und neuem Spielzeug. Und ja, die Figuren hatte ich alle schon, oder habe ich alle schon. Er wollte 15 Euro pro Stück und dafür doppelte kaufen. Fand ich dann, naja, für mich nicht so interessant. Dann war ich hier bei einer anderen Dame an einem Tisch. Die hatte einige ihrer Barbies aussortiert. Da habe ich hier diese Barbie, ich weiß nicht, das ist Barbie selber nicht, sondern eine Freundin von Barbie. Die sah sehr schick aus. Die habe ich hier für meine Instagram-Kollegin mitgenommen. Die mit dem schwarzen Kleid, die Barbie, die fand ich sehr schön. Die Dame erzählte, sie wäre aus ihrer eigenen Kindheit, kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Sie war in einem schönen Zustand, aber ach, mir gefiel sie einfach nur. Schön geschminkt, ja. Schöne blaue Augen, schönes schwarzes Kleid. Kann man ja mal mitnehmen. Da waren auch noch ein paar andere schicke Barbies, aber nee. Ich sammle ja eigentlich primär keine Barbies. Ich habe ja nur so einen ganz, 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 ganz kleinen Bestand an Barbies. Also die finde ich auf jeden Fall schick. Die gefällt mir. Ist aber blöd, dass es jetzt regnet. Eine Wespe. Das ist ein Baby. Gehört das auch dazu?
Aber wo das jetzt genau zugehört, das kann ich eh nicht sagen. Das ist halt ein Kennschwert. Okay. Ich dachte, vielleicht sind da vielleicht noch Schuhe oder so für die Puppen, aber... Gut, die Barbies waren jetzt auch kein Schnäppchen, aber sie gefielen mir und sie waren es mir wert. Und deshalb habe ich der Dame auch ihre 15 Euro dafür gegeben. Das sollte man auch manchmal tun. Man muss ja nicht immer handeln. Okay. Ich handle ja sowieso viel zu wenig. Also ich meine, das habe ich auch öfter schon unter den Videos irgendwie gelesen. Aber manchmal lohnt es sich eigentlich auch gar nicht. Wenn sie eins haben, wäre das super. Na, danke schön. Ich danke auch. Einen schönen Tag noch. Tschüss. Weiter geht's zum letzten Stand in diesem Video. Dort habe ich eine Tasse gekauft. Eine Pumuckl-Tasse aus den 80ern. Ja, leider kann man das hier nicht so gut sehen. Ich glaube, es war 86, 87. Eine alte Pumuckl-Tasse. Fand ich nett. Das einzige Interessante zwischen all dem Porzellan und den Gläsern, Tellern und da hinten ist noch so ein Bierkrug. Was soll die kosten? Dann nehme ich die mit, aber ich würde da nochmal gucken. Ja, klar. Ja? Alter Schirmständer, wo man noch Wasser reingeschüttet hat. Also meine Eltern haben da zumindest immer Wasser reingekippt, damit der auch schön stabil steht. Eins und zwei. Bitte und danke auch. Einen schönen Sonntag noch. Ja, danke. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr lasst einen Like da, ein Abo, Dislike, kommentiert irgendwas. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann!